Dominik, du siehst hervorragend Ich sehe aus. müde aus. Du siehst müde aus. Ich habe jetzt einfach mal draufgeklappt, Dominik. Ich brauche dir die Würfeltafel. Um mich ein bisschen zu. Die Würfel sind gefallen, ne? Ja. Gut. Also, So. heute, was machen wir? Heute Heute, Liebe. neues Set von One Piece. Es ist soweit. Alle Karten gespoilert. Jetzt gucken wir kurz rein, was da Tolles drin ist. Und informieren euch. Wir sehen uns gleich im Video. Einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Gemeinschaft, One Piece Card Game. Dominik, du bist dabei als Fachmann, der ganz sicher bestimmt voll den Plan hat. Absolut, ne? Absolut, wir verkaufen euch das jetzt super gut und alle Karten gespoilert. Wir haben insgesamt 121 Stück an der Zahl ohne Alternativ-Artworks. Die sehen wir jetzt hier leider nicht. Aber wir haben alle Artworks und alle Kartentexte dazu. Und dann steigen wir einfach mal direkt mit dem Roronoa Zoro auf Deutsch. Ein ist ein Leader, 5 Lebenspunkte rot und gibt allen Charakteren, wenn er einen Don hat, einfach 1000 plus. Was sagst du zum Artwork? Standard Zorro, ne? Ziemlich Standard, ja. Immer gespannt, wie es dann aussieht, wenn man es mal wirklich in der Hand hat, auch mit Foil oder so. Also der Zorro wird tatsächlich voll, weil es eine Leaderkarte ist. Also ich Ja, bin auch ja, sehr gespannt, wie der dann aussieht, wenn man den wirklich in der Hand hat. Aber ja, für einen Don kriegen alle deine Charaktere 1000 plus. So typisch rot, gut. Kann man Jo. nichts dagegen sagen. Ist stabil. So, da haben wir einen Trafalgar Law. In Rot und Grün wurde auch schon gespoilert. Ist schon ein bisschen länger bekannt. Okay. Du kannst quasi eine Karte auf die Hand nehmen und eine andere, die eins weniger kostet, ins Spiel bringen. Für Das Rot und zwei. Grün ist dann. Du darfst beide Farben benutzen. Der Nachteil ist halt, du hast nur 4 Lebenspunkte. Aber ansonsten, Trafalgar Law, ähnlich wie Zorro. Die stehen relativ ähnlich sogar. Aber ich meine, das ist ja auch storytechnisch so ein bisschen, dass die wohl zu den komischen Whatever-Schwertkämpfen Ja, wollen, ja, oder? ja. Ja. Finde ich cool. Gefällt mir sehr gut. Dann der rot-grüne Ruffy, der relativ lang schon bekannt ist. Super stark, verbindet quasi die rote Mechanik aus dem. Nein, 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 macht er gar nicht. Der verbindet so mehr oder weniger die grüne Mechanik vom Starterdeck, also von Kid, mit ein bisschen Strohhut-Sachen, dass er quasi noch einen extra Push gibt. Aber du kannst hier dann sagen, du nimmst einen Strohhut oder Supernova-Charakter und kannst den für 4 Don wieder aktiv machen und 1000 plus bekommen, dass du halt einen zweiten Angriff hast. Was ist denn ein Supernova-Charakter? Ein Supernova-Charakter ist zum Beispiel Zorro, Ruffy, Basil, Law ist glaube ich auch einer. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht bin ich storytechnisch da, das sieht besser aus. Ja. Aber ja, der Ruffy gefällt mir vom Artwork her halt auch schon ein bisschen besser als der Standardrote, muss ich gestehen. Finde ich cool. So, weiter geht's. Den kennt man auch schon. Ganz normaler Usopp für 2. Dann mal 1, wenn dein Gegner ein Event aktiviert, darfst du eine Karte ziehen. Ist okay. Usopp. Die Uta aus dem Film. Die Ute aus dem Film. Nein, die Uta aus dem Film. Werden wir was ist. Wurde mir gesagt, die Tochter von Shanks wohl. Echt? Ja. Ja gut, nur mal so nebenbei, ich habe die Serie zur Hälfte geguckt bis jetzt Aber und die Filme war. noch gar keine, Aber das also hat man, glaube ich, im Trailer okay. doch schon gesehen, dass das irgendwie, dass die irgendwie zusammenhängen. Ja, im Trailer vom Film oder was? Genau. Ja, ich habe die Trailer auch nicht geguckt, wenn ich die Warum Filme noch nicht? nicht geguckt habe. Aber der Trailer vom neuen Film ist voll cool. Naja, 4.000 on play, ein. Add red character other than Uta mit Kosten 3 von mir Trash to the Hand. Mach's halt die Hand wieder voll, ist gut. Ja. Kann man spielen. So, die kenne ich gar nicht. Otama hat wohl auch ein Haustier, sehen wir gleich. Land of Wano, das bekommt wird noch wichtig im späteren Verlauf. Das ist der aktuelle Arc, der Wankuni-Arc. Da bin ich noch ganz weit entfernt. So, on play, ein Charakter kriegt minus 2000, das ist jetzt nicht so special. Kostet 1, hat 0, also die stirbt direkt wieder. Naja. Muss mal gucken, wie sich im Spiel anfühlt. Genauso wie der. Das ist auch ein Supernova. Ah ja. Ein Karibu. Für 3, 4000 on KO. KO one of opponent's characters mit 4000 oder less. Den willst du Das ist nicht nicht töten. schlecht. Der ist nicht schlecht. Gar kein Fall.
Für das, was ein 100 Gramm ist. Ja. Nur, dass er halt auch KO ist, ist halt so semi-gut. Muss man mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt, ne? Aber der ist jetzt auch neu, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen gehabt. Den kennen wir schon, der Cavendish, auch Supernova, ist ein Beautiful Pirate. Der ist gut, weil, wenn du dann eine. Wenn du ein. Das ist bedingt gut, ne? Der kostet dich 4, hat 5. Der kostet dich aber zusätzlich noch ein Leben, damit er Rush bekommt. Also, du nimmst quasi einen Lebenspunkt auf deine Hand und dann bekommt er Rush für den Zug. Dementsprechend Ah, kann er direkt angreifen. das ist schon mal cool, okay. Ist halt eine nice Mechanik, wenn du halt finishen willst. Und das Artwork gefällt mir halt auch. Er ist dann Das halt ist auch wieder okay. so typisch rot. Ja, Also klar. direkt drauf. Genau. Das ist halt allerdings. Ansonsten ist er halt aber auch nur für 4.000, 5.000 Vanille und kann nichts. Jo. Dementsprechend mal schauen. Carrot. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Karotten gibt. Ist mir jetzt auch neu. Vanilla mit Trigger Discard. Nix, nix Tolles. Lass mal so im Raum stehen. Vor allem Type Minx. Das ist ja. Das ist das Hündchen zu der Dame, zu dem kleinen Mädchen, auch Land of Wano. Habe ich gefühlt, könnte ziemlich gut werden, aber das passt nicht, weil das andere ist grün. Spoiler. Ja, Vanilla 3000, nichts Besonderes. Gordon, auch aus dem Film, was weiß ich, was der macht. Was weiß ich, also ich kenne den Charakter ansonsten gar nicht. Und wenn der On-Play gespielt wird, kannst du eine Handkarte oft unter dein Deck legen und ziehst eine neue dafür. Ist okay. Ja, ist praktisch. Kann man mal gebrauchen. Für 2.000, 4.000 Vanilla, auch nicht spektakulär, ein Psy. Artwork, naja, kann man sich drüber streiten. Was hatten die da hinten in der Hand? Ist das eine Pistole? Ja, sieht so aus. So eine Flintlock-Pistole. Sanji! Gibt auch schon länger, ist auch schon länger gespoilert, der Sanji. Für 2.000, 3.000, activate Main. Once per turn, du darfst eine Karte von deinem Lebenspunkt wieder auf die Hand nehmen. Er bekommt dann 2.000 Damage, also 2.000 Schaden dazu, oder 2.000 Power dazu. Und dann darfst du noch zwei gerestete Donner an den anlegen. Das ist ziemlich gut, weil er dann perspektivisch 7.000 stark ist für einen Zug. Das ist nicht schlecht. Und das für zwei. Hätte ich von Sanji aber auch erwartet, von einem der Main Character. Ja, Soll dann schon sollte. eine gute Karte Ist sein. eine Rare. Dementsprechend wird sie auch Holo sein. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Sehr schön. Artwork ist halt ein Sanjis Gesicht. Jo, könnte ein bisschen cooler sein. So wie das dann, ne? Der Jinbe hat wenigstens einen Move drauf. Ist eine Uncommon, wird daher nicht voll sein, ist ein Blocker. Wenn er Don mal Don 1 hat und on Block, dann kannst du halt einen Charakter mit 2 Kosten oder weniger auf die Hand zurückschicken. Ja, schön und gut für 4.000, 5.000. Der Blocker ist nice. Der Blockeffekt ist okay. Jinbe, trotzdem, cooler Dude. Ja, auf jeden Fall. Hat fast so einen Bart wie du. Fällt jetzt nur auf der Schnurrbart. So ist es. Chopper, 3.000, 4.000 ist eine Uncommon, will auch nicht Holo sein. Es ist ein, keine Ahnung, du kannst halt was searchen. Du wirfst eine Handkarte ab und dann darfst du dir einen Strohhut-Type-Character vom Trash wiederholen. Dementsprechend schmeißt du halt was ab und holst dir was Neues zurück, was du halt besser brauchst. Ist okay. Die Nami. Die hat ein super Alternativ-Artwork. Für 1, 2008 mit Abstand. Aktuell jetzt die beste Karte für die Strohhüte, weil du kannst ja die obersten 5 angucken und nimmst dir eine Strohhutkarte auf der Hand. Also eine Strohhutkarte, aber es darf keine Nami sein. Ah, okay. Also du hast quasi ein effektiver Searcher für 1. Das ist halt super gut. Das ist in dem Spiel so wichtig, das Ja. kann sich keiner vorstellen. Das Alternativ-Artwork dazu habt ihr bestimmt schon gesehen. Sehr Sehr geil. schön. Wird auch Holo sein, genau wie Altart. Ich bin gespannt. Ich will die in Altart einfach mal in der Hand haben. Sie ist so gut. Eine Robin. When attacking, KO 1 3000 Power oder less. Ist gut. Wirklich gut. Ja. Das trifft viele Ziele. In Rare, Holo. Aber die Artworks auch alle sehr schlicht aktuell. Also ich freue mich mega auf die Altarts davon. Also natürlich bekommt nicht jede Karte eine Altart, aber zum Beispiel ein paar. Das sieht dann schon mal cool aus Wer gerade. sind das da? Haj Rudin. 4.000, 6.000, der muss cool aussehen. Weil ansonsten kann er ja nichts. Also, na ja, gut. Ist ein Giant, New Giant Pirate Crew. Kennst du die New Giant Pirate Crew?
Leider wirklich gar nicht up to date. Ich kenne nur von früher aus dem alten Kartenspiel, kenne ich noch Boogie und Woogie. Kennst du die? Ja, Das sind doch auch die zwei bei, Wesen, oder? ja, das war im Water 7 Arc waren die dabei. So irgendwas, die kannte ich. Die sind super. Die waren voll cool im alten Spiel. Die haben voll Damage, voll Power gehabt. Boogie und Woogie. Die waren cool. Der Bartolomeo, ein Supernova. Ja, auch wieder super, oder nutzbar für den grün und roten Ruffy. Im Gegnerzug bekommt er mit Don mal 2.000-3.000 Power dazu. Also ist er als Blocker sehr gut, weil er dann 5.000 hat. Im Gegnerzug, das passiert nicht so häufig. Zwei Aber Kosten. ansonsten ist er auch. Geht. Überspringen wir. Land of Wano ist wieder. Mit 2.000-3.000 Activate Main, you may rest this Charakter. Und dann kriegt er 2.000 plus. Ja, Kann man super. sich aussuchen. Das ist nicht schlecht. Sieht aus wie ein Dragon Ball Charakter, der Typ. Du meinst so, das ist so eine Uran, wie heißt der, da heißt die mit der Glaskugel, Uranai Baba? Hat man nicht mehr gefragt. Uranai Baba und Herr der Schildkrötenfusion. Okay, fertig. Frankie, das ist der, also der Frankie ist super gut. Der darf nämlich aktive Charaktere Das bedeutet. angreifen. Normalerweise muss der Charakter, also das, wenn er so gerade liegt, ist er active, dann darfst du den nicht angreifen, erst wenn er gerestet ist. Er Ah. darf es trotzdem. Das ist echt gut. Und das ist, trifft halt schon richtig gute Ziele, die du eigentlich halten willst. Mit dem passiert es halt trotzdem, dass du die verteidigen musst. Ibrook. Nice. Ist ja für mich mein absoluter Lieblingscharakter. Also Ich der, finde den ja, super also lustig. Brook ist schon sehr, sehr nice. Aber er kann halt jetzt hier in dem Fall auch nicht so viel. Was Er kann er gibt denn? zwei Charakteren minus 2.000 für einen Don, wenn er angreift. Naja. Muss ich gestehen, für Rot ist die Kurve dann viel zu hoch. Wo willst du denn da anfangen? Ne? Alles kostet ungefähr 4, 4, 4. Kennst du den Marco? Marco, ja. Kennst du den wirklich? Ja, der ist gerade in dem Arc, wo ich geguckt habe. Der ist der erste, wie nennt man's? Offizier von Whitebeard, den Whitebeard-Piraten. Aber die haben ja irgendwie Kann der sonst noch? 15 Ist Offiziere. der Ja. toll? Der hat die, ich glaube, die Phönixfrucht hat er, glaube ich, gegessen. Soll ich dir was sagen? Ja. Der kann im Spiel gar nichts. Eigentlich ziemlich blöd, weil er ist eigentlich ein sehr, sehr starker Charakter in der Serie. Also für 3.000-5.000 und sonst nichts. Kein Effekt, ein Nein. bisschen doof. Vor allem, das, geh mal zurück, das finde ich ein bisschen blöd. Wenn er doch sowieso gar keinen Effekt hat, warum dann diesen beigefarbenen Klotz dorthin machen und Ja, nicht stimmt, einfach das stimmt. Artwork erweitern? Stimmt. Vielleicht, Weil er doch weil. sowieso keinen Effekt hat. Jetzt, wo du sagst, der andere hat nichts hier, der zum Beispiel da Ja. unten, ne? Warum? Monkey D. Luffy, der hat zum Beispiel Das keinen ist ein beigefarbenen cooles. Text, Das ne? ist ein cooles Artwork, muss ich auch sagen. Der ist sehr schön. Der ist auch okay. Kommt der in Holo? Ist eine Super Rare sogar, so also, ja. Allerdings. Oh, ich bin richtig gespannt, wie die in Person dann aussehen. Ne, kennt man auch schon, haben wir schon öfters drüber, da habe ich schon drüber gesprochen, existiert schon ein bisschen länger der Spoiler, aber der wird tatsächlich Holo sein. Nice. Ich hoffe, dass die Rares auch eine Holo bekommen. Und nicht nur so einen goldenen Rahmen wie früher bei Digimon. Der Zorro wird auch richtig gut. Ist auch eine Super Rare. Schon wieder besseres Artwork. 3.000-5.000 Rush, das ist halt, mit dem kann ich arbeiten. Der andere, der wo auf seinem Thron sitzt, der Beautiful Pirat, hat dieselben Stats. Hat dieselben Stats, muss aber eine Handkarte hochnehmen. Für Rush zu bekommen. Ne? Deswegen ist der super rare und der andere halt nicht. Ja. Die Gum Gum Fire Fist Pistol Red Hawk, die ist super. 4.000 plus für den Charakter einmalig. Während dem Kampf. Und du darfst einen Charakter einfach löschen. Für 4. Zusätzlich. Ja. Boah. Das ist Das ja heftig. ist super gut. Das ist in Rot die beste Counter-Card, finde ich. Kost 2. Schlecht. Ist schon stark. Roundtable, naja, finde ich jetzt nicht so gut. Minus 10.000 auf einen. Das Ding nutzt du effektiv nur gegen Kaido. Weil er halt einfach over the top mega stark ist. Ja. 10.000 Power, ja. Ja. Ja, gut. Also minus 10.000 Power auf einen Charakter. Das nutzt du nur gegen Ja, Kaido. ist halt wirklich echt nur für Kaido. Pfeil 7, 8, 10, Ende 30. Green Star Rafflesia. Ist das Arlong? Ja, Okay, das sieht so sieht aus. ein bisschen aus wie Arlong. Was macht das?
Give one of your opponent's leader oder characters minus 2000 für the turn. Das ist quasi einfach ein falsch rummes Ding. Schätze ich sagen, ne? Also nicht, dass du deiner pushst, sondern du machst den anderen schwächer. Achso. Ja. Ist okay für Cost 1, würde ich sagen. Ja, muss man mal gucken, wo sich das entwickelt. Ne? Ich weiß halt nicht, was du für einen Vorteil hast, wenn dein Charakter, wenn dein gegnerischer Charakter schwächer ist als du. Das ist doch. Ja, muss man mal muss gucken. Es ja irgendwie haben. Das stimmt allerdings. So, das ist genau das Gegenstück dazu. Ne? Du machst halt einen plus 2000 drauf. Und zusätzlich, wenn du nur zwei Lebenspunkte hast, kriegt er halt. Entschuldigung, zu viel reden. Kriegt halt 2000 zusätzlich, was du dann bei 4 bist. Und dann hast du halt schon mal eine viel, viel bessere Karte wie das. Das stimmt leider auch. Ja. So. In 2 years at the Sabaoti Archipel. Was weiß ich. Archipelage. Hab ich gewusst. Ich weiß nicht, was das ist. Das Sabaoti Archipel. Das, ja, was ist das? Boah. Also in der Serie, das ist da, wo die von Bartholomew's Bear einfach weggeslappt wurden. Okay. Und wurden sie auf der Welt verteilt. Ist kurz bevor dem, gut, den Spoiler kann ich jetzt eigentlich sagen, kurz bevor dem Arc, wo Ace drauf geht. Was? Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist quasi, ja nur 500 Folgen her. Es ist quasi ein Nami, nur als Event. Ach so, okay. Also ne, die Nami macht dasselbe wie das, nur auf einem Event. Hm. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingslieder vermutlich. Obwohl ich ihn nicht kenne. Kozuki Oden. Sagt mir jetzt auch nichts. Da kommen wir zurück zu diesem Land of Wano-Type. Hm. Deswegen habe ich gesagt, achtet da drauf. Weil, der sagt nämlich, wenn du halt einmal pro Zug kannst du ein Land of Wano von deiner Hand wegwerfen, um 2 Don wieder zu bekommen. Was bedeutet, du kannst halt unendlich schnell gefühlt wahrscheinlich rampen. Du spielst etwas für, keine Ahnung, 3. Aktivierst die Fähigkeit und dann kannst du nochmal was für 2 spielen, theoretisch. Oder wenn du halt mehr hast. Was ich halt nicht weiß von dem Regelwerk her ist, kannst du 2 Don nutzen, um ihn in einen Pool zu machen und dann machst du den Effekt und hast nochmal 2, dass du insgesamt 4 hast, um einen für 4 zu spielen. Verstehst? Das ist eine gute Frage. Weiß man nicht, aber wenn das so wäre, wäre das super krass. Aber glaube ich nicht. Ja, bezweifle ich es jetzt auch mal, aber trotzdem. Selbst wenn nett, aber ist der Effekt, gut. Der Effekt ist trotzdem super stark. Also Ramp ist mega gut. Dann hast du halt hier die ganzen Land of Wano Charaktere, die du halt einfach nur brauchst, um abzuwerfen. Der da ist tatsächlich sogar relativ gut, weil wenn dein Gegner mehr 2 oder mehr gerestete Charaktere hat, hat er 2000 mehr und ist dann mit einem Don 7000 stark. Das ist okay für 3. Ne? Also wirklich, wirklich mehr als stabil. Und dann geht's halt gerade so weiter. Dann haben wir hier noch ein Land of Wano. On-Play, du kannst einen Charakter vom Gegner resten. Für 3000 ist halt mega over the top, aber dafür 2000 Counter. Deswegen wirst du auch die auf jeden Fall spielen wollen in diesem Deck. Da hast du hier auch wieder Land of Wano, wenn er angreift. Und dann darfst du einen Don wieder grad machen. Das ist ja dann nochmal der Leader-Effekt quasi. Ist das ein Hund? Das ist ein Hund. Zumindest sieht es aus wie ein Hund. Hat übrigens auch Minx. So wie die Karotte vorhin, weißt du? Die Karotte. Da heißt halt aber nicht Hund. Wobei, ein Inu ist doch auch ein Hund, oder? Ein Inu? Ein Shiba Inu? Oh, stimmt. Ein Inu Arashi. Also bestimmt doch irgendwas mit Hund. Ist auch sehr gut und vor allem Land of Wano's Dead. Und in grün, also du kannst es nutzen. Dann haben wir hier weiteres Land of Wano. Das ist, kannst einen Opponent's Character mit 5 oder weniger resten beim Angreifen. Auch super gut. Die Okiku. Geht's halt weiter. Noch mehr Land of Wano. Ist halt eine Vanilla-Karte. Vielleicht spielst du die tatsächlich, weil du abwerfen kannst für den Effekt. Ja, ja, ja. Aber zum Wegschwimmen. Da schon wieder. Ne, kein Effekt und trotzdem der Balken in der Mitte. Auch Land of Wano, der kann so eigentlich sogar nicht schlecht, weil er sogar ins Spiel triggern würde. Ist aber auch ein sehr nice Artwork. Das ist schon cool, diese Ninja Turtle. Ninja Turtle. Es geht halt, also, ne, es geht halt durch. Land of Wano zieht sich jetzt einfach durch, weil ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich gut ist. Und das sind alles neu gespoilerte Karten, die haben wir so noch gar nicht gesehen. Don mal 1, wenn attacking KO, one of your opponent rested mit 2 oder weniger. Und on KO kann der Gegner noch eine Handkarte loswerden. Ist eine Common, geht so. Killer ist halt jetzt kein Land of Wano mehr, sondern eine Supernova, der gehört zum Kit.
Ist auch sehr, sehr gut. Ist ein Blocker und wenn er blockt, kannst du, wenn du halt drei oder mehr Charaktere hast, ziehst du eine Karte. Das ist halt spitze. Ist nicht schlecht, aber wieder sehr, sehr nice Perk. Ja. Ist das ein Rare? Ne, ist eine Uncommon. Oh. Vor allem finde ich halt seine Waffe cool. So rotierende Dinge. Gefällt mir. So, Land of Vano, das war der erste Gespoilerte, wo wir alle gewusst haben, okay, es wird einen Odin Leader geben, weil der sagt nämlich, on play, wenn du einen Leader hast, der Odin, Kozuki Odin ist, darfst du ein der Akazaya Nine Type Character mit 3 oder weniger ins Spiel bringen. Also er selbst wäre eins und ich glaube, das wäre auch eins. Und das ist auch einer. Und die könntest du einfach, die bringst du umsonst mit ihm dazu rein. Uff. Deswegen, macht die Karte halt so sau gut. Das ist wirklich gut. Und dann mit Don mal eins, wenn er angreift, darfst du einen hier, ne, Charakter wieder ready machen und nochmal angreifen. Also ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Das ist schon echt nice. Plus der Ramp-Effekt von dem Ganzen. Uff. Krass. Hier hast du auch wieder einen. Land of Vanor ist zwar kein dieser von den neuen, aber ein kleiner Junge. Ist quasi dein Land of Vanor-Sucher für Grün. Wie die Nami die Schule besuchen Achso, kann, ja. kann der kleine Land of Vanor suchen. Praktisch. Super stark. Das dafür, dass er keine Power hat, der muss ja sowieso Ja. reinkommen, sterben, fertig. Ja. Und, ganz wichtig, das könntest du mehr als einmal machen, weil er quasi das als netter On-Play-Effekt hat, sondern du musst es aktiv nutzen. Ja, das könnte also ziemlich. Das ist ein guter Dude, der Junge. So, dann haben wir hier wieder so ein Clan-Mitglied, was uns auch leider nicht hilft, aber Land of Wano. Auch On-Play für 3 dann noch zusätzlich bezahlen. Kannst du wieder ein Land of Wano ready machen. Es spiegelt sich halt alles wieder. Ne? Das passt einfach alles zusammen mit diesem Land of Wano und mit dem Odin Leader. Also so viel. Hier, das bitte schon wieder. So viel Synergie hast du nicht so häufig. So. Die kennen wir schon, die beiden. Das ist einmal der Wal. Und dann der müsste. Jetzt habe ich mich verklickt. Ach, Daniel. Ach, Daniel. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, einmal der Wahl und Der Pinguin. ah. Ja, also die kommen tatsächlich, wenn du den spielst, darfst du ihn bringen. Wenn du ihn spielst, bringst du den. Ach so, Ja, das ist ja die kommen praktisch. gegenseitig rein. Das ist Das ist halt cool. ganz cool. Es passt Beide. halt wirklich alles perfekt zu grün. Sind halt Dass beides man ständig Blocker. neue Karten reinholt. Du cheatest halt dein ganzes Ding drin. Jo. Der verteilt eine riesen Backpfeife. Erstmal Schellen verteilen. Aber kein Effekt. Ne, Okay. 4.000, 6.000, aber ein großes Artwork. Ja. Ist schon mal nice. Keine beige Box. Hashtag beige Box. Ja, Land of Wano und einer von diesen neuen. Wenn er angreift und dein Ding Oden ist, kriegst du wieder zwei Don ready. Selber Effekt. 5 und 7.000. Das ist eine Ja. Hausnummer. Finde ich super. Lore, Supernova. Das ist halt geil, ne? Also Lore kannst du halt einfach auch in dem Ruffy-Deck grün-rot spielen, weil er selbst halt auch eine Supernova ist. Ich bin mal gespannt, was Leute dann draus basteln werden, wenn sie sich einfach mal so alle vier Decks geholt haben und dann ein bisschen Frankenstein. Ja, Frankenstein. Ja, da kann man bestimmt noch stärkeres Zeug basteln, obwohl ich sagen muss, jetzt das Grüne. So. Also allein Odin, der ganze Thema um Odin gefällt mir halt mega gut. Mit diesem Ramp und du wirst schneller. Und das gefällt mir. Ich weiß nicht, ich finde es gut. Wie sich im Endeffekt spielen wird, weiß ich nicht, weil mein absoluter Liebling ist und bleibt Lila mit Kaido. Das ist Der ist halt halt super stark, finde ich. Also klar, wirklich. ja, aber da muss ich schon sagen, meiner Sicht her, ne, da muss ich dann nicht so auf mein Glück vertrauen, sondern kann halt mir so lange Karten holen, bis ich endlich das Richtige mal benutzen kann. Ja, werden wir sehen. Ne? Also ich meine, der returnt halt einfach eine Handcard auf der Hand zurück. Ist okay, 5.000, 6.000 stark, ist ein Blocker. Super Rare wird bestimmt auch ein geiles Holo bekommen, weil das Oh Artwork ist ja. nice. Das Artwork ist schon cool. Ist auch ein sehr cooler Charakter, muss man sagen. Lore, ja. Hier haben wir nochmal so eine riese Löwe, Katze, Minx. Minx, ja. Kannst einen Land of Charakter. Wano. Genau, und kannst einen Charakter resten. Das ist so. Ja, gehört auch wieder zu den Akazaya, nein. Nochmal ein Minx. Der sucht halt.
Ne, du darfst einen Hard Pirate von deiner Hand spielen. Ein was? Ein Hard Pirate. Hm. Hard Pirate. Okay. Auch wieder sehr cooles Artwork. Ist auch eine Rare. Jo, und Hard Pirate für 4 oder weniger. Da gibt es bestimmt einige Ziele, sag ich mal, ne? Der zum Beispiel. Und wenn du den dann bringst, kommt der andere mit. Spielst du quasi, spielst du die, kommt der und der bringt an den anderen. Ja, dann bringt der den Wal und ach Gott, das ist ja super. Und dann hast du einmal alles voll. Kann man richtig schöne Kettenreaktionen mitbauen. Und das wird auch eine saugeile Rare. Boah, 8. Der kostet 8000. Don mal 1, opponent's turn. If this character is rested, your opponent cannot attack any other characters than Oysters Kid. Boah, das ist... Also du musst den angreifen und den zerstören, wenn er gerestet ist. Ha. Und das ist schon schwierig. Boah, also ich muss sagen, also Grün gefällt mir mittlerweile immer besser. Activate Main once per turn, you may rest this character. Und dann darfst du eine Karte für 3 oder weniger einfach spielen. Fuck. Pro Turn. Alter, das ist jetzt sau gut. Ja. Also. Ich hab den jetzt und spiele einen Charakter für 3, für nix, weil ich's kann. Also. Ey, also ich sag jetzt schon mal, mal gucken, was die anderen sind. Aber ich glaube, das ist ein Deck, das ich mir holen werde. Grün. Ja. Kreiso. Da haben wir wieder den Land of Wano. Mhm. Wenn du 2 oder mehr gerestete Charaktere hast, darfst du eine Karte ziehen. Das ist halt so, wieder, ich hole mir meine Karten zurück. Dann haben wir noch eine Wire, ein Kid Pirate für 4.000, 2.000. Ne, für 2.000, 4.000. Der erinnert mich ein bisschen wie an Elden Ring, der, wie heißt das Duo? Der eine, die Godskin. Genau, der Schmale, richtig. Boah, wegen der Waffe. Hör mir auf. Mein Gott, wie oft ich an denen gestorben bin, ey. Ich darf hier ja nicht fluchen. Ganz normaler Character. Dann haben wir X-Drake. KO, one rested Character mit 4 DLS. Super starke Karte. Hm. Ein Supernova. Könntest du auch mit Ruffy wieder suchen. Ist wirklich gut. 6000 stark, Counter plus 1000. Auch wieder sehr, sehr geiles Artwork, ey. Und das sind die normalen. Du hast gesagt, es sind nicht die Alternatives hier jetzt. Das ist normale Artwork, ja. Nicht mal auf die Alternatives. Also gespannt. Alternatives gibt es natürlich nicht jede Karte. Ja, natürlich. Aber ein paar wird es geben. Und ich meine, wir haben auch schon einige gesehen. Die Nami haben wir gesehen. Wir haben den Ruffy haben wir gesehen. Dann haben wir den Law gesehen. Dann haben wir die Leader, haben alle ein alternatives Artwork. Aber es ist halt, also bei den Leader weiß ich, das ist nur so ein Gesicht. Das ist nicht so spektakulär. Aber ich hätte nur gern von jedem Main-Character... Kid, Law, bestimmt. Etc. Also hundertprozentig bekommt der Kid noch ein alter Art. Ja. Weil das normale Artwork war aber schon geil. So, kommen wir mal zurück zu Land of Wano, ne? Mate, für 1 darfst du 2 Charaktere von dir resten, um 2 Karten zu ziehen. Das ist halt... Schon wieder, also, ne? Bester Effekt ever. Demon Face. Mm. KO, 2 of your opponent's character with cost 5 oder less. Für 6, du machst 2 Charaktere weg. Das ist ordentlich. Das ist so stark. Aber 5 oder less bedeutet inklusive 5, ne? Also oder genau, 5. Und, nein, 5 und weniger. Also ist gleich. Größer, kleiner gleich 5. Boah, das ist schon krass. Heftig. Ein Paradies-Waterfall, ja, du kannst halt 2000 plus für den Turn und dann darfst du einen Charakter wieder aktiv setzen. Das ist halt geil für deine Blocker, ne? Blockst mit dem ersten. Benutzt den Counter dann selbst und kannst dann nochmal blocken, weil er dann wieder aktiv ist. Super gut. Punk Gibson, ist das nicht auch irgendwas? Oder ist das ein Move von Kid? Weil kann sein, dass es ein Move ist, ja. Der Leader kriegt 4000 dazu und dann rushest du einen 4 oder weniger. Das ist sehr gut. Beben. Das ist wirklich Beben. Naja. Land of Wano. You may trash one Land of Wano type card from your hand and set one entweder active. Naja, finde ich das nicht so stark. Für 3 ist viel zu teuer. Meine Damen und Herren, wir sind bei Blau. Ein Don Flamingo Leader. Der hat keine haarige Beine, weil er hat ja Gott sei Dank lange Hosen an. Ja, der Charakter, Don mal 2, wenn er angreift, darfst du 1 bezahlen, dann darfst du die oberste Karte deines Decks aufdecken und wenn es ein 7 Wallet of the Sea ist oder Sea ist, darfst du den spielen, nur wenn er 4 oder weniger kostet. Hm. So, also, wir haben jetzt was gehört, was irgendwie in die Richtung, man darf auch wieder Sachen ins Spiel cheaten, ich habe so das Gefühl, das kommt mir immer häufiger vor, aber was man sagen muss, Blau ist im Gegensatz zu Grün nicht mehr oder weniger durchstehen jetzt.
dass du deine Sachen auf deinem Deck bearbeiten musst, damit du das tun kannst. Und dementsprechend hast du auch viele Effekte, die so funktionieren. Des Weiteren gibt es einen weiteren blauen Leader. Blau-lila Kaido. Ich habe den gelesen, habe gedacht, der ist super stark, ist es aber gar nicht. Weil der fehlende Lebenspunkt ist einfach zu wichtig in Lila, habe ich das Gefühl. Aber wenn der mit einem Don einmal pro Zug einen Charakter killt, oder du, dann kriegst du einen Don. Das ist halt schon gut. Also das Ramp. Kriegst halt schneller deine Don ausfällt. Und dann haben wir noch einen Crocodile, auch in derselben Farbkombination. Auch wieder vier. Auch wieder vier Lebenspunkte. Don mal eins. Wenn du ein Event aktivierst, darfst du eine Karte ziehen. Hast du dann vier oder weniger hast. Stopp. When you activate an event, you may draw one card. If you have four or less cards in your hand and haven't drawn a card using this leader's effect during this turn. Also du darfst quasi deine Hand auf vier auffüllen, aber nur einmal pro Zug. So wird schon nicht schlecht. Muss ich dir gestehen, ja, ist nicht schlecht, aber der fehlende Lebenspunkt in den Kontrollfarben macht der Effekt vielleicht zu wenig. Ich kann mich täuschen, aber für mich macht er vielleicht zu wenig in dem Moment. Das werden wir mal austesten. Wenn wir sehen. Ein Arlong, da habe ich mich mega drüber gefreut, weil ich fand Arlong cool. Den habe ich tatsächlich geguckt und ja, aber er kann halt nichts. Hat aber ein cooles Artwork. Ja, das hat aber er etwas. Ein bisschen was kann er, ne? You may, also mit Don mal eins und wenn du den aktivierst, dann musst du den Charakter noch resten und dann darfst du eine Karte von deiner gegnerischen Hand, der zeigt sie dann und ein Event einfach wegnehmen. Und warte, and place card on opponent's life area at the bottom of your deck. Stop. Your opponent reveals the card. If the revealed card is an event, place one card from your opponent's. Okay, du kannst, wenn du Glück hast, sogar einen Lebenspunkt wegballern von dem. Aber wenn du ein Event triffst, nimm deinen Lebenspunkt muss Effekt tun. Vielleicht doch nicht so schlecht, aber doch eigentlich zu teuer für das Ganze, was du tun willst. Alvida, die kennen wir auch schon. Die macht nichts Spezielles. You may treasure handcard und dann darfst du den Kasten drei oder weniger auf die Hand zurückschicken. Einzige Gute an ihr ist das da. Das ist aber auch sehr, sehr cooles Artwork, aber ist das eine Common? Das ist eine Common, ja. Das ist nur in the Common. Schade. Würde mit voll bestimmt richtig gut aussehen. Was mich jetzt ein bisschen fragt, jetzt mal ehrlich, warum ist hier jetzt der Kasten so mehr oder weniger durchsichtig und bei den anderen nicht? War bei Grün aber auch. Manche hatten das Durchsichtige, wenn es halt ein Full Art sein soll. Und der hat jetzt auch keinen Effekt, aber eine ganze Karte. Ja, ich glaube, die haben das noch nicht so ganz... Ich verstehe das System dahinter nicht. Vergo, nichts Spezielles, nichts Tolles. Genauso wie der ist ein Krieg Pirate, 4.000, 6.000 plus 1.000. Geiles Artwork. Die Waffen ab habe ich gefeiert in Monster Hunter gefühlt. Das ist doch, glaube ich, sieht aus wie so eine Morph-Axt. Ja. Geht so. Nee, nicht Morph-Axt, wie hieß denn das? Wie hieß denn die Waffenart, wo du ein Schild und ein Schwert hattest und hast dann zusammengeschickt, hast du das große gehört? Du weißt, welches ich meine. Net Switch-Axt, wie hieß denn das nochmal? Charge-Blade. Charge-Blade, so hieß das, ja. Genau, so sieht es aus. Ja, das bisschen. Stimmt, das stimmt. Dann hast du ein Schild und dann hast du so eine Keule und dann machst du zusammen, hast du beides. Hast du eins. Charge-Blade. Finde ich ein cooles Artwork, gefällt mir sehr gut. Ja. Aber Captain Hook, sei willkommen. Der ist aber cool, weil der hat 7.000 und 1.000 Counter und hat eine Fähigkeit, die hast du auf keiner Karte außer bei ihm bisher. Banish. Das heißt, wenn eine Karte einen Trigger-Effekt hätte, dann wird er nicht getriggert. Also wenn auf der Karte unten Trigger steht, dann kannst du die nicht triggern, weil die Karte hat Banish. Und dann darfst du es nicht. Das ist nicht schlecht. Und sie wird getrashed. Das ist wichtig. Sie wird einfach getrashed ohne Trigger. Ouch. Und du kriegst sie nicht auf die Hand, wenn es ein Counter ist, wo dir helfen könnte. Don mal 1, give blue events in your card minus 1 Kosten. Ja, das ist okay. Ja, aber dafür der erste Effekt ist schon... Der erste Effekt ist super. Aber was halt geil ist, blaue Karten kostet 1 weniger, wenn ein Don dran ist, geht ja auch in dem gegnerischen Zug. Dementsprechend kosten deine Counter vielleicht nichts. Gecko Moria. Ja, sehr, sehr cooles Artwork. Ist halt, ne, ist halt Gecko Moria-Style. So richtig creepy. Rare.
Diese Charakter bekommt Double Attack, wenn du weniger als 5 Handkarten hast. Das kommt häufiger vor. Und das ist schon sehr gut. Double Attack, ja. Weil du machst halt 2 Schaden statt 1. Jo. Für 4, 5.000. Ist schon nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Cäsar Clown, kennst du den? Der ist mir neu. Der hat irgendwas mit Gas als Frucht, bestimmt. Ja, sieht so aus. On KO, play one smile from your deck, then shuffle your deck. Play one smile? Ja, Smile, wahrscheinlich ein Kartentyp. Ach so, Gibt ja okay. logischerweise, oder Smiley. Smiley? Nein, Smiley. Spiel war ein Smiley. Smiley. Wer auch immer Smiley ist, wir werden es gleich sehen. Wow. Meine Damen und Herren, Nice. Super Rare Mihawk. So müssen die Karten aussehen. So habe ich mir das vorgestellt. Am Ja. besten für alle Lieder. Das da ist ein Starterdeck Flamingo in geil und in Ja. stark. Ja. Für 9.000, wenn er ins Spiel kommt, darfst du einen Charakter mit 7 oder weniger unter die Hand, unter das Deck legen. Der nimmt sein Schwert und macht Dinge mit euch. Ein Jinbei. Nice. Auch Der nice Artwork. triggert für. Der triggert und der sagt Mhm. halt, du legst eine Karte unter das Deck. War typisch blau. Aber mit vernünftigen Werten, meine Damen und Herren. Das ist ein Smiley. Ist das denn? Die habe ich gesehen, dachte mir so, okay. Weil die macht für jede Handkarte, die du in deiner Hand hast, hat die 1000 mehr. Jetzt kann die halt entweder saustark sein Ja gut. oder halt, was willst du damit? Gibt es eine Grenze, wie viel man in der Hand haben darf? Nein. Dann kann es natürlich sehr nice sein. Aber die Karte Ich selbst meine, fängt halt bei 1000 ich an. mein, allein bei 4.000 hatte ich schon 5 für 3. Wenn du 4 Handkarten hast. Das ist okay. Ja. Ist machbar. Das Artwork habe ich gesehen und habe gedacht, nein. Das Ölfarbe. sieht ein bisschen aus wie so schlechte Fanart. Weißt du, also nix gegen die Macher, aber ja, bleibt, glaube ich, lieber beim Aber Anime-Style. der ist halt perfekt für den Sir Crocodile, den lila-blauen Leader, weil da kannst du die Karten. Nein, nein, wer war das, wo du das ins Spiel cheaten kannst? Ne, er selbst. Er Ja, selbst. der Leader Genau, von er ihm. selbst. Da guckst du nämlich die obersten 5 und darfst du hinlegen, wie du willst. Also die Karte an sich ist gut, aber das Artwork ist halt. Ja. Vielleicht sieht es im Fall ja besser aus. Ein neuer Wer weiß. Bartolomeo Bär. Ein Blocker, wenn er K.O. geht, darfst du einen Pazifista aus der Hand spielen. Kommt nicht häufig vor, obwohl das ist ein Blocker, dann also kann es schon häufiger vorkommen. Schauen wir mal, welche Pazifisten es alles gibt. Zum Beispiel die. Und du darfst so viele im Deck haben, wie du willst. Oh. Lol. Was sind die Grenze sonst? Vier. Normalerweise. Hier von Ja, einer. genau. Und da darfst du halt so viel haben, wie du willst. Bellamy, der Dressrosa, 4 2000 für 2. 4000 für 2. Vanilla, keine beige Box, geil. Ja. Peyrona, das ist quasi auch der Search-Effekt, dass du wieder die Karten sortieren kannst, wie du willst. Auch gut für Don Flamingo als Leader. Ein sehr nice Artwork. Ich mag die ganzen Sachen von der vom Thriller Bark. Arc mit Gecko Moria und so. Die waren schon Echt, die cool. war da dabei? Ja. Die ist von dort. Da tauchte sie zum ersten Mal auf. Stimmt. Soweit hast du ja geguckt, Ja, oder? gekommen, ja, kenne ich. Boah, Hancock. Blocker. Don mal 1, wenn sie angreift oder blockt. Und du hast weniger als 5 Handkarten, darfst du eine Karte ziehen. Die Karte ist übertrieben stark. Die ist so gut. Ich habe die gelesen und dachte, das Okay. ist nicht euer Ernst. Wie kannst du eine Karte machen, die 4.000, 5.000 stark ist? Und eine Karte ziehen. Und was weiß ich. Viel zu gut. Miss All Sunday, die Nico Robin. Ja, du suchst halt eine Baraque Works Karte. Event aus dem Friedhof. Bei Blocker 3 ist es. Ja. Wenn du dieses Genre spielst, dann ist das okay. Ja. Miss Doublefinger. On KO darfst eine Karte ziehen. Passiert halt super selten. Weil halt kein Blocker ist. Naja. Tja. Sie rennt halt mit dem Butzi weg. Bitte Für gut sehen. 3.000, 5.000.
Was Ende. passiert, wenn man statt nimmt 2, nimmt 3 nimmt? Genau, so ist es. Monet, 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 Monet. Monet, Marmonet. Okay. Aber Mo cooles Artwork. Mo 3000. Trigger. Guck mal, das ist ja ein Vogel. Ja, sieht aus wie so eine Harpie. Deswegen heißt sie bestimmt auch Happy. Weiter. Mr. One. Mr. Ja, One. Was kann der so Tolles? Einmal, wenn Bergwerks dein Leader ist, dann kriegt er für jede zwei Events 1000 Damage mehr, 1000 Stärke. Also hast du zwei Events im Friedhof, ist er quasi für 4000 Stärke. Spielt halt, brauchst halt viele Events und ich bin mir nicht so sicher, wie gut das ist. Weil Events sind so. Ja. Nummer 2. Ja, darfst du auch wieder Events suchen, beziehungsweise Barack Works Karten. Das ist quasi die Nami für die Barack Works Sachen. Ist halt Counter, das ist eigentlich halt ganz gut. Jo. Auch ein sehr nice Artwork bei dem. Weiter geht's mit Mr. 3. Onplay. Darfst halt auch wieder, wenn dein Leader Barack Works hat, darfst du einen Opponent Character Field or Less aufsuchen und er kann nicht angreifen. Bis zu deinem Opponent's next turn. Ist schön. Overheat. Counter plus. Also Counter 4000 plus. Und du darfst einen aktiven Charakter mit 3 oder weniger zu die Owner's Hand schicken. Ist okay. Ist okay, ja. Kann man nichts sagen. Officers, Agents, Counter, Play One, Barrack Works mit 3 oder weniger Kosten. Sehe ich noch nicht so wirklich den Sinn dahinter, ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil im Endeffekt, was bringt, ja gut, du hast dann einen weiteren Angreifer für den nächsten Zug, das ist okay. Deshalb Sparta, 2000 und du darfst dann wieder suchen und verändern, wie du willst, die obersten drei. Das ist halt wieder, das finde ich halt gut. Ja. Ne, für den Don Flamingo, den blauen. Auch hier returns du einen Charakter Type, einen Charakter mit 5 oder weniger zu der Owner's Hand für 3. Jo. 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 Barrack Works, quasi eine Search-Karte für Barrack Works. Du darfst dir einen Barrack Work auf die Hand nehmen und den Rest unter die Deck unter die Bibliothek legen, außer diese Karte selbst. King. Animal Kingdom Pirate, so ein Crewmitglied oder glaube ich ein Crewmitglied von Kaido. Wenn du 10 Don hast auf deinem Feld, bekommen alle gegnerischen Charaktere minus 1000. Weiß ich noch nicht. Ist das gut oder nicht? Du brauchst halt 10 Don auf dem Feld und das geht bei Lila sehr schnell, aber mal schauen, ob das so gut funktioniert. Ob das so gut funktioniert, werden wir sehen. So, jetzt kommen wir zu den Lila-Karten. Die sind halt unglaublich stark. Land of Vanor interessiert uns hier in diesem Fall nicht, weil du kannst mit Odin eh nichts machen. 7.000, 9.000 Vanilla ist halt ein Sumo-Ringer, das sieht fast aus wie ich. Ja, nichts Spektakuläres, ist nur saustark. Ne? Das ist halt so. Die Ulti ist halt schon was ganz anderes. Die spielst du für 2, aktivierst noch eins und kriegst dann weiteres Don. Also hast du für 3 eine 2.000, 3.000 starke Karte und kriegst einen Don aus deinem Don-Deck. Was dich wieder schneller macht. Sehr gute Karte. Das ist nicht schlecht. Die ist super gut. Dann hast du halt den krassen, over-the-top, mega bombastischen Kaido. Für 10.000, 12.000. Wenn er ins Spiel kommt, musst du 6 Don in dein Don-Deck legen und du zerstörst alles. Er zerstört alle Charaktere außer sich selbst. Was ist denn das für ein. Ist das Exodia oder was? Das ist, du legst da hin und machst erstmal alles platt. Ja, das ist Exodia. Boah. Das ist, warum ich sage, Kaido ist der Beste. Ja, okay, gut. Ein lilanes Deck hole ich mir vielleicht auch noch. Also, der ist. Also, die Karte, die hat auch in den Spielen, die ist schon länger bekannt. Ich habe die schon gespielt. Die fühlt sich so richtig an. Das ist so satisfying, glaube ich. Ne? Das ist so. Ich spiele gegen Strohhüte, alles mega voll Board, keine Ahnung, klar. Ja. Und dann machst du. Uff. Tschüss. Was machst du jetzt? Oh, das ist bestimmt ein cooles Deck zu spielen. Ist es. Die ist auch super. Wenn du mehr als 8 Don hast, ziehst du eine Karte für 5.000, 6.000. Super stark. 8 Don hast du sauschnell. Und du ziehst eine Karte. Geile Karte. Gefällt mir. King. Der ist halt auch geil. Ne? Minus 2 und du zerstörst 2 Charaktere. Mit einer mit 3 und einer mit 2 oder weniger. Das ist so gut.
Warte, minus 2 Also du musst 2 Don in dein Deck legen. Aha. Hat halt 7 für 7000. Und wenn du das gemacht hast, zerstörst du einen 3 Less oder und 2 Less. Was? Entweder oder? Beides. Ach du Kacke. Du zerstörst 2 für eine Karte. Boah. 3 und 2 Less. Also das ist ordentlich. Sehr gute Sache. Das ist ordentlich. Auch ein sehr, sehr geiles Art. Das stimmt allerdings. Der King. Und das alte Art davon ist noch viel geiler. Das habe ich mir schon gesehen. Sollen wir noch ein Video machen für die Alternative Artworks? Wenn ich alle finde, können wir mal gucken. Onplay, minus ein Don, naja, kriegt halt Rush und dann kannst du einem Charakter minus 2000 geben. Ist jetzt nicht meine erste Wahl, ist eine Queen, hat auch ein hässliches Artwork, gefällt mir nicht so. Ja, ist halt die hübscheste Frau in der Welt. Kurozumi Orochi. Der hat was mit diesen komischen Artikel Devil Feud Smiles, irgendwas Smile Sachen zu tun, irgendwie. Ich hab das Gefühl, das gefällt mir gar nicht. Ist jetzt ein Spoiler gewesen, ey. Also. Artificial Devil Fruit? Keine Ahnung. Leonard hat hier 2000 Counter. Naja, für 2000 Counter nimmt man schon's mit. So, das ist. Guck mal, heißen die nicht sogar gleich? Die heißen sogar gleich. Guck mal, wie das ist. Blablabla, Type Corrects, oder dann können nicht im Kampf sterben. Also nur er kann im Kampf sterben, die andere Kurozumi hat nicht. 3, ja, nichts Besonderes, da ist noch einer, das ist ein Blocker, der kann auch im Kampf nicht sterben, wenn der Alte da ist. Sasaki, das ist eine Karte für mich. Wenn er angreift, werfe ich eine Handkarte ab und griff einen Don. Schönes Ding. Ja. Super, super. Für das, was du machen willst, super. Mhm. Check. Wenn er angreift, Don minus 1, dann darfst du eine gegnerische Handkarte trashen. Das ist okay, das ist sogar sehr gut manchmal. Ja. Auch typisch lila. Scratchman, Apo, naja. Wenn man nicht drüber, kann nix. 6000 Schlag. Ein nerviger Charakter in der Serie, muss man sagen. Nein. Einfach nein. Was ist das? Ein Ziegel. Ah ja. Speed. Speed. Na, wieder ein Smile-Character. Onplay, choose two cards from your opponent's hand. Your opponent reveals those cards. Dann siehst du halt einfach nur die Hand. Zwei Karten auf seine Hand. Ist. Ja. Muss nicht sein. Nein. Das ist eine gute Karte. Basil Hawkins. Für okay. 2000 stark, mega underrated, aber wenn er ins Spiel kommt, kriegst du einfach einen Don. Und das kann triggern. Praktisch. Und das kann triggern, das ist halt das Wichtige. Oh. Das ist cool. Der spielt mit Karten, so wie ich. Das ist nice, auch wieder nices Artwork. Das ist wirklich cool, ja. Da haben wir da so einen Elefant. Mhm. 5, 7000 ist halt einfach nur stark, typisch lila. Smile. Ja. Der liest sich sehr gut, ist es aber nicht wirklich. Er ist okay für 4.000, 5.000, wenn er KO'd, kannst du Don minus 1 machen und kannst eine 5 oder Less zerstören, aber er muss halt erstmal sterben. Aber Fakt ist, er ist halt so stark für 4, dass er immer Damage machen könnte. Mhm. Dementsprechend wird der Gegner automatisch unter Druck gesetzt bei dieser Karte. Sehe ich halt nicht öfters als 1 oder 2 Mal im Deck. So stark ist er doch nicht. Ja. Fushu, da ist der aus dem Starterdeck viel, viel besser. Don mal 1, your turn, wenn du 8 oder mehr Don hast, hat er halt 2000 plus, dann ist er für 2.000, 5.000 stark. Das ist okay, aber der Starterdeck Fushu ist schon einiges besser. Vanilla für 6.000, 8.000, ich habe keine Ahnung, so ein bisschen Thaddeus Tentakel da oben auf dem Kopf oder so. Ja. Aber cooles Artwork. Also, wenn der Teil da weg ist, ja, aber ansonsten alles andere ist cool. Der sieht vielleicht ein bisschen weird aus, aber das Artwork an sich ist nicht schlecht. Ja, okay. Wenn das jetzt noch gefoilt ist oder so. Da gebe ich dir, ne, ist es nicht, ist eine Kamen. Also, sowas kannst du nicht. Da machen die sich bei Kamen so viel Mühe. Ja, und dann machen sie die beige Box drüber. 4.000, 5.000 Blocker, die Black Maria on Block, Don minus 1, du kannst einen Charakter. Der Charakter kriegt eigentlich 1000 Stärke nur dazu, der ist ein bisschen stärker. Auch nicht so. Aber auch wieder Standard-Lila. Okay. Ja. Page 1. Edgy. On play, Don minus 1. This character can also attack opponent's active character, also so ein Frankie. Du kannst auch nicht restete Dinge angreifen, das ist super. Ja.
Der finde ich cool, der macht auch einen guten Job, der klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen meh, weil wenn er stirbt, dann kriegst du einen Don. Aber wenn du von denen zwei, drei auf dem Feld hast, oder zwei reichen, und du spielst dann den großen Kaido für 10, dann wird er ja KO'd und du kriegst das Don, was du ausgegeben hast, um alles zu zerstören, wieder zurück. Dementsprechend hast du halt so einen Das ist nicht Recycle-Effekt. schlecht. Dann hast du halt so eine Combo, ne? Du hast ihn zweimal auf dem Feld, machst minus 6 Don, dann hast du nochmal zwei dazu, weil die wieder zurückkommen. Dann hat es effektiv nur minus 4 gekostet und du bist bei der nächsten Runde schon wieder fast auf deine 10, denn dann bist du auf 8 Boah, ungefähr. Also die Kombination ist das ist schon super echt nicht stark. schlecht, ja. Dann haben wir noch einen X-Drake, Don minus 1, On-Play. Du wirfst, der Gegner wirft eine Handkarte ab. Wird auf jeden Fall gespielt, wegen allein schon Counter plus 2000. Das ist halt. Aber ansonsten, im Notfall kannst du die letzte Karte auch abwerfen, das ist schon okay. So, dann kommen wir zu den letzten Events. Dann haben wir noch die Secret Rares. Du machst einen 2 oder less kaputt und kriegst dann einen Don. Das ist okay für 4. Wirklich, das ist wirklich gut. Kann man spielen. Dann hast du halt diese Devil Fruits, du suchst halt Smile-Charaktere. Jo. Ein Sheepshorn. Don minus 1. Du restest einen 6 oder less Character. Ist ja eigentlich eher blau, aber ist okay. Dann haben wir hier sowas. Counter Don minus 2. Your Leader gehen 2000 für die Battle und du ziehst eine Karte. Gefällt mir halt gut, dass du eine Karte ziehst. Das ist einfach, ansonsten ist es nichts Ja. Spektakuläres. Und da haben wir jetzt halt als letzte, glaube ich. Letztes Event. Für 2 dein Leader kriegt 4000 dazu und wenn du 2 oder weniger Life hast, bekommst du nochmal einen Don extra. Das ist halt schon gut, ne? Also, es macht Leader schon sehr, sehr stark mit den ganzen Dons zurück. So, jetzt denke ich, haben wir unsere erste Secret Rare. Und das ist halt, meine Damen und Herren, das Video neigt sich dem Ende. Das hat ja nur fast eine Stunde gedauert. Shanks. Rush, wenn er angreift, könnt Blocker mit 2000 oder weniger nicht blocken. Für 9, 10.000 ist super gut. Geiles Sehr, sehr Artwork. krasses Artwork. Sehr, sehr. Musste auch sein für Shanks. Ja. Boah. Ja. Shanks. So, ich habe doch geschwärmt von Land of Wano und vom Odin und dass er so cool ist. Und die zweite Secret Rare ist Yamato. Okay. Für 5.000 klingt das voll nicht so stark, aber sie ist Land of Wano, sie ist zählt als Odin und sie hat Double Attack plus Banish. What? Sie schießt dir zwei Lebenspunkte einfach so weg und wird nicht getriggert. Das ist ja Ah, scheißegal. cool. Und es Fair. hat keinen Nachteil dran. Also siehst du schon wieder grün. Ja, genau. Ich Deswegen habe glaube, ich ich kaufe gesagt. mir dann einfach. Oh, ich muss aber. Das rote Deck ist aber auch cool. Also, ne, für 5.000, du machst Double Attack und Banish. Einfach so. Einfach so. Aber Also, du kannst. Ja. ich möchte jetzt, dass die 5.000 und Double Attack und Banish hat. Uff, das ist. Es bringt dir rein gar nichts, diese Trigger-End. Nee. Und du kriegst die Handkarten nicht mehr auf deine Hand. Du sind einfach weg. Tschüss. Auf Denkst jeden Fall dir, eine nette ja, ich Karte. überlebe den. Also Sehr ich nett. habe die gelesen. Vielleicht hat sie im Spiel nicht so viel Impact, weil sie hat halt 5. Also gegen Blau wird es schwierig, weil du kannst sie immer wieder auf die Hand zurückgeben. Aber wenn die mal liegt und angreift und funktioniert, hast du keinen Spaß. Kacke. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt beenden wir das Ganze. War lang genug, lang geredet. Mein Hals ist tot. Ich kann keine Karten mehr sehen. 121 Karten im Schnelldurchlauf. Schnell. Schnell. Aha. Aber Shanks und Yamato, das sind die Way to go. Ich bin auch Ja. sehr gespannt auf die alternative Artworks von den beiden. Vielleicht bekommen sie eins, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir auch ein Video darüber, über die ganzen Alternatives. Genau, da gehen wir aber nur auf die Artworks ein. Jetzt haben wir heute noch ein bisschen die Karten begutachtet und gesagt, dass Land of Wano ziemlich cool ist. Aber jetzt seid ihr dran. Sagt doch mal, was euch am besten gefallen hat. Welche Lieder werdet ihr spielen? Welche Types werdet ihr Ruffy spielen mit der Strohhüte? Oder doch liebe Supernovas? Oder Land of Wano? Oder doch Kaido? Oder ihr seid verrückt und macht was ganz Wildes? Ja. Schreibt doch mal rein und lasst ein bisschen Liebe da. Das war's von uns beiden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das One Piece Kartenspiel kann kommen. Anfang Dezember ist es soweit.
Oder vielleicht gegebenenfalls auch schon ein bisschen früher bei uns im Break auf Japanisch. Wir sehen dann, was passiert. Dominik, habe die Ehre. War schön mit dir. Du hast keine Ahnung, du bist mega gebeutelt, du hast nur Karten von mir gehört. Ja. Und du hast gesehen, dass Grün sehr stark ist. Auf jeden Fall. Grün ist jetzt, glaube ich, Grün und Lila, mein Favorit. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr am liebsten spielen wollt, wenn es dann soweit ist. Und ich kann es kaum erwarten, bis die mal released werden. Ich will die Karten in der Hand haben. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren und aktiviert die Glocke und seid immer dabei, wenn es wieder heißt One Piece, Digimon oder Pokémon oder alles oder Genau. Berlog. Berlog ist gut. Dann bis zum Berlog. nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.